Hallo Sammlerfreunde, vor kurzem habe ich mir auch eine sogenannte Silberanlegemünze gekauft. Eine Bezeichnung, die irgendwie meiner Meinung nach fast eine Abwertung der Münze darstellt, da sie diese auf den Materialwert reduzieren und die Schönheit der Prägung dabei außer Acht lässt, die aber für mich als Numismatiker eine weit größere Rolle spielt als jetzt der Gegenwert in Silber. Ich stamme nicht vom Planet Wunderlich. Klar hat fast alles, was in der Numismatik abläuft, mit Geld und Wertanlage zu tun, keine Frage. Während alte, antike Münzen mit dem Hauch der Geschichte punkten können, erwarte ich bei neueren Münzen eine hochwertige Prägung und ja, ein geschichtlicher Bezug kann so einer Münze nicht schaden, was ich aber bei den Prägungen der königlichen Münze Englands auch nicht anders erwarte. Bei dieser Münze, eine Britannia Silberunze 2 Pfund 2022, die ich für den Tagesankaufspreis von Silber für 27,30 Euro gekauft habe, zeigt der Avers das offizielle fünfte Porträt der Queen, das von Jody Clark entworfen wurde, mit der Legende: Elisabeth II. Von Gottes Gnaden, Königin, Verteidigerin des Glaubens. Der mit einem Zahnrad gefasste Hintergrund zeigt ein gouachiertes Design, der nach Veränderung des Blickwinkels matt und spiegelnd wirkt. Während im Kontrast das Porträt und die Umschrift durch ihre glatte Oberfläche den Prägeglanz noch mehr betonen. Der Revers zeigt die auf einem Felsen im Meer nach rechts stehende Britannia, die nach links blickt und die rechte Hand mit einem Dreizack waagrecht erhoben hält. Die behelmte Britannia hält mit der linken Hand einen auf dem Fels aufgestellten Schild, der die Unionsflagge zeigt, und hält zwischen Hand und Schildrand einen Olivenzweig als Zeichen des Friedens, für den die Engländer in ihrer Geschichte aber nicht bekannt sind. Die Umschrift lautet: Eine Unze 999 Fein Silber Britannia 2022. Die Prägestätte legt hier keine falsche Bescheidenheit an den Tag und zeigt deutlich mit dieser Legende, was der Sammler bekommt. Da diese Silbermünzen für Anleger geprägt werden, deren Grundgedanke nun einmal gewissermaßen die Angst vor Verlust ihrer Ersparnisse ist, musste man neben der Wertigkeit der Münzen wie der Erhöhung des Feingehalts auch über die Fälschungssicherheit der Produkte nachdenken. Mit den Möglichkeiten der modernen Technik wird es immer einfacher, Kopien von irgendwas zu erstellen. Und die Herstellung einer Münze ist nicht gerade ein Wunderwerk der Technik. Es bleibt mal außen vor, wie hoch der Gewinn für die Fälscher wäre, abzüglich den technischen Aufwand, die Verwendung von Feinsilber und dem Vertrieb bei einer 1-Unzen-Münze, deren Wert aufgrund des verwendeten Materials eher gering ist. Außerdem, wenn jemand die Möglichkeit hätte, diese Münzen perfekt zu fälschen, würde er spielend alte Taler und andere hochwertige Münzen, wie etwa die Kaiserreichmünzen, fälschen, mit denen ganz andere Beträge umgesetzt werden können. Das Thema Fälschungen bei den Silberanlegermünzen bis zu einer Unze Silber halte ich eher für einen Werbegag der Prägestätten, um zu zeigen, was sie können und ihre Münzen wertiger in den Augen der Anleger zu machen. Ab dem Jahr 2021 hatte die Königliche Prägeanstalt Anlegermünzen mit 4 Sicherheitsmerkmalen geprägt. Im Einzelnen sind das Dikturlinien, eine Mikroschrift, ein latentes Bild und eine animierte Oberfläche. Die Dikturlinien sind auf den Schild mit dem Union Jack zum Einsatz gekommen. Hier geht es natürlich mehr um Schattierungen. Die blauen Felder zeigen horizontale Linien, die roten Felder vertikale Linien und die weißen Streifen keine Linien. Die Mikroschrift wird angeblich mit Hilfe eines Lasers zwischen dem Motivfeld und dem umgebenden Randbereich eingraviert. Sie besteht aus den Worten Tecus et Tutamen, was Zierde und Schutz bedeutet und das beschreibt, was es eigentlich ist. Das latente Bild zeigt auf dem Revers links neben der Britannia einen kleinen Kreis, der je nach Blickwinkel ein Sicherheitsschloss oder einen Dreizack zeigt.
Die animierte Oberfläche zeigt auf dem Revers einen Welleneffekt, der den Eindruck des Meeres vermitteln soll. Der Welleneffekt zeigt sich angeblich, wenn man die Mütze um die eigene Achse dreht. Der Hintergrund wurde ebenfalls mit dem Einsatz eines Lasers erreicht. Meine Meinung dazu ist, ja, es handelt sich um eine schöne Mütze. Hochwertig ausgeführt, keine Frage. Aber einen bewegten Wellengang sehe ich keinen. Sicherlich schwer zu fälschen wäre die Mikroinschrift und das latente Bild. Wobei der Wechsel, je nach Blickwinkel vom Schloss zum Dreizack, wohl mehr für das Auge gedacht war, um die Attraktivität der Münze zu unterstreichen. Nun zu der Wertentwicklung einer sogenannten Anlagemünze, deren Wert schon aufgrund der Prägemengen an den Silberpreis des jeweiligen Tages gekoppelt ist. Der Verkaufspreis der Münze 2022 betrug 29,64 Pfund, also etwa 34 Euro. Der Wert der Münze in ihrem Prägejahr pendelte unter 23 bis über 30 Euro. Deren Durchschnitt lag bei etwa 26 Euro. Diese Silbermünzen sind in der Masse zuerst einmal ein Geschäft für die Prägestätten und die Vertragspartner. Als langfristige Anlage und der Hoffnung, dass der Silberpreis ansteigt, könnte die Wertanlage auf lange Sicht gesehen auch für Anleger interessant werden. Eines scheint im Jahr 2023 auf jeden Fall sicher. Aufgrund der hohen Inflation bis zu 10% bietet das Silbergeld im Gegensatz zum Euro eine gewisse Wertstabilität. Der Silberpreis könnte in einigen Jahren im Wert steigen. Die verlorene Kaufkraft des Euro jedes Jahr bringt man mit dem Geld auf dem Sparbuch auf keinen Fall mehr herein. Ich habe für diese Münze 27,30 Euro bezahlt. An diesem Tag fand ich nur einen Edelmetallhändler, wo ich diese Münze um 6 Cent billiger bekommen hätte. In der Regel lagen die Preise der günstigsten Anbieter bei 28 bis 30 Euro. Die Händlerpreise bewegten sich an diesem Tag, der günstigste bei 33 Euro und der teuerste Anbieter bei 113 Euro. Aber das Angebot kann man nicht ernst nehmen. Der Durchschnitt der Händlerpreise lag bei 35 bis etwa 65 Euro, was angesichts der Verkaufsliste der Edelmetallhändler auch schon etwas übertrieben erscheint. Aber so wie es aussieht, gibt es doch auch noch immer wieder Käufer, die vor nichts zurückschrecken.